Es gibt ja zwei Typen von erfolgreichen Menschen. Es gibt die, die hatten Geburtsglück. Die waren im Lucky Sperm Club. Die sind geboren worden in eine Familie mit einem goldenen Löffel im Hinterteil. Aufgezogen durch Nannies im Internat mit dem BMW zum 18. Geburtstag mit einer großen, großen Schleife drauf. Wenn du das nicht warst, und das ist die Alternative B, dann musst du im Leben anfangen, dir selber etwas aufzubauen. Und ich habe eine Sache gelernt. Die aus dem Lucky Sperm Club kommen, viele von denen werden erfolgreich. Warum? Weil die ein Umfeld haben von erfolgreichen Menschen. Wenn du das nicht hast, und dazu gehöre ich, dazu gehören die meisten, die ich kenne, die müssen sich mit Menschen umgeben, die es schon geschafft haben. Und in der Psychologie gibt es einen Begriff, kannst du googeln, der nennt sich Modeling, kommt aus der Psychoanalyse und aus der Psychotherapie. Und Modeling bedeutet, du modellierst, das heißt, du kopierst, ohne deine Persönlichkeit zu verlieren, das Verhalten von erfolgreichen Menschen. Und weißt du, was dann passiert? Dann wirst du selber erfolgreich. Du läufst wie die, du sprichst wie die, du fährst in derselben Bahn wie die und dann unterhältst du dich mit denen und dann sagen die, oh, das ist ja ein Zufall. Wir suchen genau so jemanden wie sie, sind gerade bei uns im Unternehmen. Oder wir haben die und die Chance, investieren in das und das Startup und schon, pop, kommst du nach oben. Hör doch mal auf zu jammern. Ich höre von morgens bis abends in Deutschland, mir geht so schlecht, bei mir ist das so schlimm, mein Job ist furchtbar, meine Frau ist furchtbar, der Hund läuft nicht mehr geradeaus. Geht's dir wirklich so schlecht? Hast du mal in den Fernseher geguckt, was hier gerade los ist? Hast du mal gesehen, in welcher Welt du lebst? Du gehörst zu den 2% aller Menschen, die Zugang haben zu diesem System, in dem du lebst. Du hast Kleider am Leib, du hast zu essen im Kühlschrank. Die meisten von uns haben auch noch ein Auto oder können sich fortbewegen. Hör doch mal auf zu jammern. Nimm doch mal die Chancen, die vor dir liegen. Greif zu und mach was draus. Ich kann das Gejammer in Deutschland nicht mehr ertragen.